So, da sind wir wieder bei East Origins und zwar mitten immer noch in dem Gespräch mit den drei Priestern. Also, Dino teilt uns gerade mit, dass eben die Suchpartie in alle Richtungen auf der Oberfläche verteilt wurde. Aber er denkt, es könnte noch viel schlimmer sein. Denn sie hatten noch alle eine persönliche Barriere um sie herum, die sie vor größerem Schaden bewahrt hat. Und was auch immer sie getroffen hat, es kam von diesem Turm hier. Also werden sie wahrscheinlich herausfinden, wer dafür verantwortlich ist und aus welchem Grund. Das haben wir ja schon im Intro gesehen, das war dieser komisch aussehende Typ. Aber es erklärt nicht, warum Judica in diesen Turm gekommen ist. Und warum, vor allem warum alleine. Und Judica erklärt es ihnen jetzt. Ja, das kommt manchmal, das kommt vor allem in den nächsten anderen Teilen, dass unser Hauptcharakter irgendwie ihm irgendwas erklärt. Also jetzt erklärt Judica eben den drei Priestern, dass der Ruderbaum ihr gesagt hat, dass die Göttinnen in diesen Turm gekommen sind. Dino zweifelt jetzt erst einmal daran. Und Eolia fragt sich, warum sie so ausgerechnet zu diesem gottverlassenen Platz kommen. Dino kann es sich nicht vorstellen. Und meint zum Oberpriester, sie müssen sie so schnell wie möglich finden. Und Shion stimmt zu, dass man keine Zeit verlieren sollte. Aber halt, sie als Priester haben nicht die genügend Kraft, weil sie haben ja halt einen Haufen Kraft für den Transportzauber verbraucht. Sie müssen sich ausruhen und sie sind nicht gerade die besten Kämpfer. Also müssen sie erst einmal die Suchgruppe versammeln, bevor sie weiter den Turm vordringen können. Da stimmt Dino natürlich zu. Und er übergibt Dino die Aufgabe, die anderen Gruppenmitglieder zu finden. Ja. Und Dino sucht jetzt die gesamte Gegend mit einem Transportzauber ab. Und jetzt gibt der Judica noch einen Auftrag. Und sagt ihr, dass es keine Garantie gibt, dass es nochmal so eine Situation, die sie gerade erlebt haben, wieder passieren würde. Und dass sie bitte hier bleiben soll und ein wachsames Auge für neue Dämonen haben soll. Da ist Judica leider etwas enttäuscht, weil ja, er fragt sie, ob etwas nicht richtig ist und sie sagt, sie würde gerne ein bisschen Aufklärung machen, ein bisschen vorgehen in der näheren Umgebung, um zu gucken, was dort ist und um sich ein bisschen aufzuwärmen, falls die Situation kritisch wird. Weil sie ist ja immerhin doch nur ein Knappe und hat eben auch keine magischen Fähigkeiten, sagt sie. Und sie möchte den Priester nicht im Weg rumstehen. Und Shion stimmt ihr zu, dass ihre Argumente glaubwürdig sind, aber er möchte sie nicht blind in irgendwelche Risiken schmeißen. Und Judica meint, dass sie mehr über den Turm herausfinden müssen, weil sie ja kaum etwas wissen darüber. Und sie bittet darum, sie weiß, dass sie es schaffen kann. Und Shion erlaubt es ihr. Und wird ihrem Vorgesetzten Sir Galeon alles erklären.
Da bedankt sich Julika. Aber nur unter einer Bedingung lässt er sie. Sie muss etwas mit sich nehmen. Und wir kriegen unseren ersten Gegenstand, den blauen Kristall. Julika fragt natürlich, was das ist. Und Shion sagt, sie soll mitkommen, er zeigt es hier. Und jetzt geht es zu dieser bösen Statue hier. Ja, Julika meint gleich, es ist eine Statue aus einem Monster, richtig verdreht. Shion sagt, guck hin. Und er hat die Statue gereinigt. Und zu einer Statue der Göttinnen gemacht, die jetzt blau leuchtet. Ja. Und Shion meint, die Statue wurde zu ihrer Originalform, ihrer natürlichen Form zurückverändert. Weil als der Schrein in die Luft gehoben wurde, wurden viele dieser Statuen zurückgelassen. Und es sieht so aus, als ob die Dämonen sie hierher in den Turm gebracht haben und sie dort verändert haben. Aber er kann nicht sagen, aus welchem Grund. Ja, und jetzt entschuldigt sich Julika, weil sie gesagt hat, dass diese Statue so verdreht aussah. Weil sie die Göttinnen so nicht erkannt hat. Und der Priester meint, dass die anderen Statuen wahrscheinlich auch hierher gebracht wurden und wahrscheinlich dasselbe Schicksal erlitten haben. Und dass dieser Kristall halt diese Statuen reinigen kann. Und ja, diese Statuen sind auch unsere Speicherpunkte. Der Kristall ist ein tragbares Wunder, meint Julika. Und ja, der Kristall hat noch eine andere Funktion. Er kann uns zwischen diesen Statuen halt hin und her teleportieren. Was auch praktisch ist. Und sie braucht selber keine Magie, weil der Kristall selber genug Magie hat. Und Julika meint, das klingt nach einem Lebensretter. Und sie bedankt sich beim Oberpriester für seinen Segen und für den Kristall. Und Eolia gibt uns noch etwas mit auf den Weg. Und zwar die lilane Muschel. Ja. Eine Muschel. Ja, ein anderer magischer Gegenstand eben. Das ist ein Kommunikationsgerät, also sowas wie ein Handy, ein Zauberhandy sozusagen. Mit dem können wir mit Eolia sprechen, wenn wir eben irgendwo Probleme haben. Und dass, solange sie nicht beschäftigt ist, sie Julika hören wird und sie ihr helfen wird, falls etwas ist. Und ja, Julika bedankt sich, aber bevor sie geht, ja, sie gibt zu, dass sie halt sich ziemlich dickköpfig in die Suchparty mit reingedrückt hat. Und dass sie jetzt auch noch alleine vorgehen will. Aber sie verspricht, dass sie die Suchparty nicht im Stich lässt. Und dass sie ihr Bestes geben wird. Sie wird vielleicht kein so großer Ritter werden wie ihr Vater. Aber sie wird ihr Bestes tun, um die Göttinnen zu finden. Man kann auf sie zählen. Und Eolia erinnert sie daran, dass sie auch auf die anderen zählen kann, weil alle zusammen darin stecken. Und dass sie hier sind, wenn Julika sie braucht. Sie kann jederzeit zurückkommen, egal aus welchem Grund. Und die Göttinnen sollen sie auf ihrem Weg beschützen.
Und falls sie in irgendeine seltsame Situation kommt, also in Bedrängnis kommt, soll sie den Kristall benutzen, damit der sie in Sicherheit bringt. Ja, das wird sie und die Göttinnen sollen auch den Pfad der anderen beschützen. So, und damit geht's jetzt endlich los nach so viel langer Story. Gehen wir nun endlich in den Kampf. So, jetzt zeige ich mal kurz, da wir hier im Kampf sind, mal kurz die Kampffähigkeiten. Also erst einmal, wir können normal schlagen. Ja, wir können springen. Wir haben da unten die Leiste, die uns einmal unser Inventar gezeigt wird, unsere Lebenspunkte und alles Mögliche. Und unter Judikas Bild sieht man den Balken, der immer größer wird. Das ist ihr Ultima-Balken sozusagen. Wenn der voll ist, können wir das aktivieren. Was das bringt, sage ich später, wenn wir es mal aktiviert haben. Und ja, wir können noch Sprungangriffe machen, indem wir hochspringen und dann schlagen. Oder wenn wir runterfallen, können wir so Bodenstoßangriffe machen, die Gegner betäuben. Und ja, jetzt müssen wir uns durch diesen Turm hier kämpfen. Auf der Suche nach den Göttinnen. Erst einmal durch diese Ritter durch und hier erwartet uns ein böses Geschütztürmchen und wir haben das erste Level Up. Ja, Level Up gibt es immer wieder. Und hier ist ein roter Gegner, den müssen wir besiegen, damit die Truhe freigegeben wird. Genau. Level Ups gibt es. Level Ups gibt es halt immer wieder. Ist halt ja auch ein Rollenspiel. Und mit Level Ups werden wir halt ja auch stärker. Also es ist nicht so, dass es hier jetzt ein Klassensystem gibt. Wir kriegen einfach mehr Lebenspunkte und machen mehr Schaden. Aber wir haben jetzt einen Gegenstand gefunden. Und zwar einen Kelketen Panakea. Das ist ein Trank aus einer besonderen Blume gemacht und der macht unsere Lebenspunkte höher. Ja, kriegen wir 3 Lebenspunkte mehr. Ist nicht gerade viel, aber es ist wenigstens etwas. Und ja, müssen wir uns jetzt hier eben, wie wir es dem Priester gesagt haben, durch diesen Korridor hier durchkämpfen. Gegen die anfangs noch einfachen Dämonen. Die rot leuchtenden sind übrigens etwas stärker als die normalen Varianten. Betäuben kann man sie allerdings auch. So. Und weg mit ihnen. Und dadurch befreien wir dieses besondere Artefakt da, unseren nächsten besonderen Gegenstand. Ja, das ist ein heiliges Artefakt aus Is. Und die Dämonen haben es hier eingesperrt. Und wir haben den Fächer bekommen. Und Judika spürt einen besonderen Kraftstoß und hat jetzt den Wirbelwind bekommen. Ja. Judika hatte keine Ahnung, dass so viel Kraft in solchen Gegenständen liegt. Und sie meint, es ist zwar keine Magie, wie es die Magier benutzen, aber sie kommt damit zurecht. Sie nimmt, was sie kriegen kann. Und ja, jetzt können wir diesen Wirbelwindschlag. Das ist wie ein Rundumschlag. Und jetzt haben wir auch unten unter unseren Lebenspunkten unsere Mana-Anzeige bekommen. Und jetzt können wir uns halt mit diesem Wirbelwindschlag hier noch besser durchkämpfen. Durch neue Gegner, wie diese goldenen Dämonenritter da oben. Aber auch durch die einfachen Zombie-Krieger hier. So. Den da will ich
So, sehr gut. Und hier oben ist ein Schalter. Genau. Der hebt jetzt die Plattform an, dann können wir über die nämlich rüberspringen. So, so, wir wieder hoch. Ja, es ist ein RPG, aber es ist auch ein bisschen Jump'n'Run mäßig. So, und hier kommen wir... Ah, das war falsch. Da kommen wir nur drüber, wenn wir in der Luft... Genau, einen Wirbelwindangriff machen. Dadurch fliegen wir nämlich weiter. Und noch mehr Gegner. Und eine verschlossene Tür, durch die wir noch nicht durchkommen. Dafür gibt es noch mehr Gegner. Ja, mit dem Wirbelwind kommt bei einigermaßen gut durch und wir haben schon wieder ein Level ab. Wir sind schon Level 3. Und ja, jetzt haben wir unseren Booster aufgefüllt. Den kann ich ja nachher mal zeigen. So, hier sind drei Wachtürme. Aber irgendwas passiert hier komisches. Wir werden in diese Mitte gesaugt. Und sind nun ganz woanders. Jonika fragt sich, wo sie ist. Und das ist ein anderer Raum als vorher. Der komische Zirkel muss sie teleportiert haben. Und sie denkt, dass das eine sehr ausgeklügelte Falle ist für ein paar Dämonen. Also, dass ein paar Dämonen diese Falle überhaupt legen konnten. So, und hier haben wir zum ersten Mal unsere erste eigene Statue gereinigt. Und an ihr können wir Wunder erbeten. Und zwar sieht man da unten unter unserer Mana-Anzeige die SP, die heiligen Punkte, die wir haben, die wir durch Gegner töten und Kristalle aufsammeln kriegen. Das ist sozusagen das Geld in dem Spiel. Können wir uns eben an den Statuen neue Sachen kaufen. Man sieht, die meisten Sachen sind ziemlich teuer. Deswegen machen wir als erstes mal unsere aktuelle Rüstung stärker. Ja, genau. Wir akzeptieren. Und jetzt sieht man, dass unten bei unseren Gegenständen unsere Rüstung nicht mehr Level 1 ist, sondern auf Maximum. Ja. Und wir sind nun in einem fremden Raum eingesperrt. Hier muss man irgendwas in den Altar legen, aber erst einmal speichere ich. Speichere ich auf Seite 2. Für die LP-Seite. Weil man sieht, auf Seite 1 habe ich schon meine eigenen, habe ich noch meine alten Playthroughs, die ich offscreen gespielt habe. Ich habe das Spiel so schon einfach mit jedem Charakter einmal durchgespielt. Ah, okay, außer mit Toll, da bin ich fast vor dem Ende. Aber gut, jetzt geht es hier weiter. Müssen wir uns durch komische Magier, die sich wegteleportieren können, kämpfen. Und ja, wir sammeln ständig solche Flaschen ein, die geben uns vorübergehend einen Boost. Sieht man da unten unter Judikas Bild, dass wir da diese Balken haben, die langsam niedriger werden. Einmal den Erfahrungsbonusbalken, dadurch, dass wir Gegner oft treffen, kriegen wir jetzt fast doppelte Erfahrung. Und einmal die anderen beiden, die das eine macht, den der eine Balken erhöht unsere Stärke im Augenblick um 3,5 Punkte. Jetzt sind es 4,0 Punkte schon. Und das andere macht die, ja, sogar unsere Verteidigung ist jetzt erhöht. Und wir haben wieder ein Level abgekriegt, mit dem wir noch stärker zuhauen können. Also ja, man merkt wirklich dadurch, dass da der Erfahrungspunkte-Balken ist, der immer mehr schrumpft, dass es wirklich ein actionlastiges Spiel ist, weil wir halt immer dazu gezwungen sind, so viele Gegner wie möglich zu verhauen, damit wir die maximalen Erfahrungspunkte rausholen können. Ja, so wie ich da. Das
bin ich leider runtergefallen, was nicht so gut ist. Aber egal, verhauen wärst du bald nicht hier. Wir gehen jetzt wieder hoch. Denn hier oben haben wir ja die Plattform angehoben. Und finden hier eine Roderfrucht, die später sehr wichtig ist. Ja, die da weg. Und ja, die Magier porten sich immer zu uns, damit wir sie töten können. Ja, diese Geschütztürme können wir leider nicht betäuben, aber wir können sie trotzdem vermöbeln. Als Hugo hätten wir halt statt einer Nahkampfwaffe einen Zauberstab, mit dem wir Geschosse verschießen könnten, und uns würden noch zwei Augen verfolgen, die mitschießen. Was ich ein bisschen fast schon Overkill finde. Hugo ist meiner Meinung nach ziemlich leicht zu spielen, weil er fast nur auf Fernkampf setzt und weil er eigentlich fast nur von den Gegnern wegrennen muss, um sie dann in den Haufen zu ballern. Aber mit Julika. Ah, Heilkräuter, die brauchen wir jetzt vielleicht nicht so unbedingt. Und wieder ein roter Gegner. Den kümmern wir uns doch mal. So, der macht nämlich hier genau ein Teleporterfeld auf. Und hier machen wir die Gegner mal weg. Ja, und genau, die Magier, wenn wir sie lange genug stehen lassen, fangen sie an, uns mit Crispies zu bewerfen. Ah, noch ein Heilkraut. Und ja, es gibt keine direkten Heil-Items. Wir sind also auf die Zufallsdrops von Heilkräutern und so angewiesen. Und wir haben unseren ersten Emberreit gefunden. Der macht unseren Wirbelwind stärker. Und zwar, es gibt... So. Man kann, es gibt, glaube ich, insgesamt 5 Emeralds, die den Wirbelwind stärker machen. Also wir machen mit ihm mehr Schaden und wir können ihn jetzt aufladen. Wie man sieht, habe ich ihn jetzt schon mal aufgeladen. Und wenn ich ihn dann jetzt hier entfessel, dann bleibt er eine Weile um mich rum. Was praktisch ist. Und so machen wir... So machen wir nämlich den Wirbelwindschaden und können noch weiter zuschlagen. Ja, und hier ist die Tür, die wir gerade geöffnet haben. Hier ist nichts drin. Aber gut, wir wollen ja hier lang. Und hier ist das erste, sind wir das erste Mal im Außenbereich des Turms. Hier gibt es keine Gegner, aber hier können wir immer ein bisschen erahnen, wie hoch wir schon sind. Weil hier sehen wir im Augenblick das verwüstete Land. Wir sind ja nicht sehr weit im Turm oben. Aber wir haben eine Truhe gefunden. Und haben die Platte des blauen Mondes gefunden. Und irgendeine komische Stimme redet irgendwas Komisches, was wir nicht verstehen können. Und oh, ist er putzig. Julika fragt sich, was das ist. Sie findet es seltsam, wenn das ein Dämon sein sollte, dann fühlt sie sich auf jeden Fall nicht von ihm bedroht. Sie findet ihn eher niedlich. Denn das ist kein Dämon, das ist ein Roh. Ein besonderes Tierchen. Sieht ein bisschen aus wie Evoli aus Pokémon, wer das kennt. Also, also Evoli. Pokémon müssten ja die meisten kennen. Und ja, Julika schlussfolgert, dass der Roh halt durch die dämonischen Einflüsse außerhalb ein bisschen verändert wurde. Eben diese Hörnchen gekriegt hat, die es normalerweise nicht hat. Ja. Und der Roh sagt irgendwas. Aber wir verstehen es halt nicht, weil wir kein Rohisch oder Rohdämonisch verstehen. Vielleicht eher jemand aus dem Hause Gemma, also von ein Familienmitglied des Hohenpriesters Gemma, wäre dazu in der Lage, mit ihm zu kommunizieren. Aber Julika weiß nicht, wo sie anfangen sollte.
Ja, und der Rose sagt irgendwas. Und Julika versteht es nicht. Tova hat zwar eine ist zwar ein stolzes Haus, aber sie verstehen nicht gerade Dämonensprache. Und da knurrt ihm Rot der Magen. Und jetzt weiß Julika, dass er einfach nur Hunger hat. Und ja, der Ro freut sich, dass Julika ihn versteht. Und sie nimmt das als ein Ja. Und Julika hat vielleicht etwas zu essen für ihn. Und genau dafür brauchen wir die Roda-Frucht. Und da freut sich der Ro natürlich drüber und hat Julika unglaublich gern. Und er schenkt ihr was, nämlich ein Stück Kleria-Erz. Und weil er gerade so nett ist, verstärkt er damit sogar noch Julikas Axt. Und das findet Julika erstaunlich, weil sie nicht wusste, dass Roos so talentiert sind. Und ja, das ist ein Zeichen der Freundschaft von diesem Ro. Und wir sehen, dass unsere Axt nun Level 2 hat. Das heißt, wir machen jetzt einiges mehr Schaden damit. Wie man sieht, können wir nun die Gegner viel schneller wegschlagen. Und ja, es gibt noch so eine Dash-Attacke, die ich jetzt gerade gemacht habe, aber die kriege ich nicht besonders oft hin, weil ich nie richtig gelernt habe, wie man sie wirklich triggern tut. Also ja, sie wird selten mal passieren. So, die wieder aufschlagen, wieder Stärke-Bonus kriegen. Und wir sind mittlerweile, glaube ich, schon Level 5, oder? Das merkt man, die Gegner werden hier schon ziemlich einfach, also wir können sie weghauen, ohne dass sie uns großartig was machen können. Sehr gut. LP und alles einsammeln. Und dann geht's hier hoch, weil hier können wir jetzt die Mondscheibe einsetzen. Und das öffnet da die Grube. Aber bevor wir in diese Grube runterspringen, speichere ich erstmal wieder. Ja, speichern. So, und dann gibt es jetzt hier erst einmal wieder einen kleinen Cut. Nach der zweiten Doppelfolge. Und dann freue ich mich, wenn ihr das Let's Play weiterverfolgt. Bis dann.